Hallo ihr Lieben, ja, hier bin ich nochmal, wie versprochen, das zweite Video hinterher. Und ihr wisst ja, der Briefträger war bei mir und hat mir Stampin' Up Sachen gebracht. Aber nicht nur das, sondern ich habe auch noch eine Ü-Post bekommen. Und zwar von meiner lieben Christina, der Kanal Miss Fruchteis. Und sie hat mir, wie gesagt, eine Ü-Post geschenkt. Und da schaue ich gleich mal rein. Ich habe es zwar schon aufgemacht, ich habe aber noch nicht hineingesehen. Und ich war ja bei ihr zu Besuch und die Maus wusste, dass ich ein bisschen vorher Geburtstag hatte und hat mir, als ich bei ihr war, auch ein paar Geburtstagsgeschenke gegeben. Und die will ich euch natürlich auch noch zeigen. Aber als erstes machen wir jetzt mal die Ü-Post auf. Und zwar hole ich hier einfach mal alles raus. Ui. Uiuiui, was sehe ich denn da? Ja, als wir zusammen im Action waren, habe ich mit ihr zusammen ein Stempelset gekauft, was so ähnlich aussieht wie das, also auch mit so Teddybärchen. Das ist allerdings ein anderer, das ist ein älterer und den habe ich noch nicht. Und ich hatte ihr gesagt, dass ich diese Bärchen so süß finde. Ja, und jetzt hat sie mir hier so einen Stempel geschickt. Vielen, vielen Dank, meine Lieben. Ja, genau, ich glaube, diesen hier habe ich in dem anderen Set, oder? Ich weiß es nicht genau. Ja, also der ist mega, mega süß. Vielen, vielen Dank. Hier ist natürlich noch eine Post dabei. Da schaue ich auch mal rein. Erstmal zeige ich euch die Karte. Ach, wie süß. Eine süße Eule draufgeklebt. Und der Schmetterling ist auch toll. Schimmert auch so schön. So, ich schaue erstmal ihn alleine in die Post hinein. Ja, also normalerweise lese ich Post nicht unbedingt vor, aber das ist wirklich so schön und ich glaube, dass sie auch nichts dagegen hat, wenn ich das vorlese. Also als erstes hat sie mir hier aus der Bibel, und das finde ich mal richtig cool, einen Spruch rausgesucht und zwar Sprüche 27,9. Salböl und Weihrauch erfreuen das Herz. Die Herzlichkeit eines Freundes erfreut mehr als duftendes Holz. Ja, super, super schön. Und hier hat sie mir noch geschrieben: Hallo Maus, nur eine kleine, schnelle Karte und eine kleine Post. Ich danke dir für deine Freundschaft, bin jederzeit für dich da. Ich danke dir einfach von ganzem Herzen, dass es dich gibt und einen Knutsch. Ja, das berührt mich natürlich sehr. Also ich muss sagen, wir zwei sind uns wirklich sehr ans Herz gewachsen. Wir kennen uns ja auch eigentlich noch nicht so lange. Und ja, wir haben uns wirklich, wirklich lieb gewonnen. Und ja, es ist einfach kostbar, jemanden zu haben, mit dem man sich einfach so gut versteht und mit dem man rumalbern kann und genau, wo man einfach auch über viele Sachen reden kann. Und ich danke dir auch ganz, ganz doll, dass es dich gibt, meine Süße, weil ja, ich glaube, wir tun uns einfach gerade auch wirklich gut. Okay. Du liebst es, ich liebe dich. Ach, wie süß. Okay. Das schaue ich mir später an. dafür wirst du bestimmt mal Verwendung finden. Okay. Ich glaube, ich mache hier erstmal das Tütchen auf. Und zwar so ein schönes Organza-Tütchen. Und hier haben wir einmal Pigment, so ein richtig krass gelb leuchtend, voll cool. Und hier haben wir verschiedene Tüten mit Embossing-Pulver. Ja, mega tolle Farben. Super, super schön. Vielen Dank, meine Süße. Ja, du weißt ja, dass ich ganz, ganz wenig Embossing-Pulver nur habe. Darum freue ich mich darüber natürlich umso mehr. Und hier haben wir ganz coole 3D-Sachen von diesem mega süßen Bärchen. Ach, wie heißt denn das? Irgendwas mit Friends, ne? Ja, ich immer mit meinen Namen, ne? Ich komme da immer nicht drauf. Aber es sind auf jeden Fall hier so mega süße 3D-Sticker und ich liebe dieses Bärchens. Ja, vielen, vielen Dank, meine Süße. Die hast du super süß ausgesucht. Und hier muss ich lachen. Hier hat sie mir ganz viele von diesen Bullterrier-Stempeln abgestempelt. Und zwar hatte ich sie irgendwann mal gefragt, ob sie mir die mal abstempeln kann. Weil ich habe ja einen Bullterrier und von daher mag man die dann halt auch.
Ja, und jetzt habe ich ganz, ganz viele, die ich mir kolorieren kann. Vielen Dank, Süßi. Ja, und jetzt Ene, Mene, Mu und raus bist du. Ich glaube, ich nehme das zuerst. Also sie hat auch immer so schönes Papier. Sie hat immer solches stabiles Papier und was eben auch so beschichtet ist. Ich finde irgendwie finde ich das immer nicht. Also ich weiß nicht, wo du das immer findest. Ich finde immer nur normales Papier. Yay, und hier sind, ach, guckt mal, von ihrem Haul. Und zwar hatte sie da so Blöcke gezeigt vom Teddy. Und hier hat sie mir ganz viele solche Zettelchen mit reingemacht. Ich glaube, die hat sie auch alle bei sich schon gezeigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich mag mir natürlich Papiere angucken, wenn ich sie bekommen habe. Aber bei anderen Leuten in den Videos mir das Papier anzugucken, finde ich irgendwie immer langweilig, muss ich sagen. Es sei denn, es ist Papier, was mir richtig gut gefällt. Dann gucke ich da auch mal einen Moment hin. Aber ansonsten spule ich da ehrlich gesagt immer vor, weil ich Papier einfach voll langweilig finde. Aber diese Dinger hier, die hatte ich nämlich auch bei ihr mir in dem Haul tatsächlich angeguckt, weil ich die so schön fand. Ja, und da finde ich tausendprozentig Verwendung für, da kannst du von ausgehen. Ja, vielen, vielen Dank, meine Süße. Und hier haben wir noch eins. Ich liebe es und du liebst mich. Also es hat sich angefühlt ein bisschen wie Kerzen. Das hier fühlt sich für mich an wie Teelichter, aber ich schaue mal rein. Uiuiui, es sind keine Teelichter, es ist viel besser. Es ist Washi und zwar sind es so mega, mega süße Eulchen. Die sind mega niedlich und hier haben wir noch so Baby-Eulchen, also Familie und nur Mama und Papa oder nur eine große Eule mit einer Baby-Eule und hier immer so die ganze Familie. Ja, sehr, sehr süß. Und dieses hier ist noch viel, viel süßer, weil hier sind Igel drauf. Ui. Oh, knuddel mich. Ja, total süß. Und hier haben wir noch so kleine süße Stickies. Oh, guck mal, Igel. Und wenn ich das richtig erkenne, sind das lauter Waldtiere. Ja, und da wisst ihr ja, dass ich da auch total drauf stehe. Oh, ist das süß. Guckt euch das mal an, ein kleines Rehkitz. Sowas von putzig. Oh. Und Eichhörnchen mit so richtig fetten Backen. Voll cool. Ja, der Pilz ist auch cool. Das passt natürlich zu diesen Waldsachen. Aber der Igel ist ja noch geiler als der erste. Ist der süß. Ja, die hast du wahrscheinlich aus China, würde ich mal sagen, diese Stickies. Ja, und die sind super, super süß. Da muss ich mal gucken. Das schreit ja eigentlich förmlich nach einem Pocket Letter. Und ich habe schon ewig kein Pocket Letter mehr gemacht. Da muss ich mal gucken, ob mir dafür was einfällt. Und den werde ich mir dann hier an die Wand hängen. Hier sind noch Häschen und Äpfel. Und hier haben wir nochmal so ein süßes Häschen. Ja, die sind mega süß. Die hast du super ausgesucht. Ja, aber du weißt halt auch einfach, was mir gefällt. Und wir haben ja auch oft den gleichen Geschmack bei manchen Sachen. Ja, meine Liebe, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für diese super süße Ü-Post. Habe ich mich wirklich mega drüber gefreut. Und wie versprochen, zeige ich euch jetzt noch, was ich bei ihr geschenkt bekommen habe, als ich bei ihr zu Hause war. Und zwar einmal hier diesen Sticky Note, den fand ich auch so süß mit diesem Waschbären, der da den Donut festhält. Oder Biber, das ist gar kein Waschbären, das ist ein Biber. Ja, der hält da den so schön fest. Fand ich mega süß. Und dann hat sie mir noch so ein Set hier geschenkt mit Holzoptikpapier. Und ich liebe Holzoptikpapier. Und da werde ich auf jeden Fall schöne Sachen draus machen. Ich habe ja von Stampin' Up! So eine Stanze, wo man so Holzkisten, so Miniaturholzkisten draus machen kann. Und das werde ich dafür auf jeden Fall benutzen.
Dann hatte sie mir noch diesen Stempel hier geschenkt. Also eigentlich sind das ja drei hier drin. Fand ich auch ganz süß als Anhängerchen, so irgendwo mit dran. Und das hier, da habe ich das Papier wieder so ein bisschen drumherum gewickelt. Ich hatte das natürlich bei ihr schon aufgemacht. Und hier sind auch Sticky Notes drin, verschiedene. Und hier sind solche hier drin, die hatte ich nämlich auch noch nicht. Ich habe zwar von DoCraft einige Sachen, die so ähnlich sind, aber nicht dieses Papier hier. Ich weiß nicht, ob das auch Sticky Notes sind. Ja, Mini-Notlets, genau. Und dann hatte sie mir diese Sachen hier geschenkt und das fand ich auch richtig cool. Die kann ich auch voll gut gebrauchen. Die werde ich aber nicht zum Basteln, sondern die werde ich in meinen Nähkasten mit reinpacken. Also die wandern in mein Nähzimmer. Die werde ich als Anhänger oder wo man dann später was dranhängen kann. Wenn ich zum Beispiel eine Tasche nähe oder so, und dann kommt das damit dran, dass man da dann nochmal was dranhängen kann mit einem Karabiner oder so. Dafür sind die nämlich super. Und bei denen mache ich das genauso. Die werde ich auch als Anhänger an meine Nähsachen machen. Ich glaube, sie hatte gesagt, die sind selbstklebend, aber das macht mir nichts. Das ist mir ziemlich egal. Ich werde die trotzdem einfach dafür verwenden. Ja, ihr Süßen. Und dann kam noch was richtig Cooles, wo ich mich mega drüber gefreut habe. Aber wartet mal, erst zeige ich euch noch die kleinen Handstanzen. Und zwar hatte sie mir noch diese drei kleinen Handstanzen hier geschenkt. Habe ich mich auch doll drüber gefreut. Und dann kam es. Das Beste überhaupt. Guckt euch das an. Ein kleiner süßer Totoro. Ja, und der bleibt natürlich hier in meinem Zimmer. Der wird hier irgendwo angehängt, wahrscheinlich an meine Lampe. Und er hat hier noch so ein kleines Säckchen dabei. Also sieht aus wie eine Decke und dann zusammengefaltet oder so. Also der ist ready to, ich schlafe woanders. Das passte dann auch so ein bisschen zu dem, weil ich ja halt bei ihr geschlafen habe. Ja, also nochmal an dich, meine Süße. Herzlichen Dank für die schönen Geschenke und jetzt noch eine Ü-Post hinterher. Voll cool. Wäre aber auch nicht nötig gewesen. Aber das weißt du ja. Okay, Mausi, ja, dann war es das. Ach nee, wisst ihr was? Als wir dort waren, hatte ihr Freund uns morgens irgendwann hier noch diese Häschen auf den Tisch gestellt, als er zur Arbeit gefahren ist. Da hatte er die uns irgendwie noch so hingestellt. Das fand ich auch so eine süße Geste. Also auch an deinen Freund, liebe, liebe Grüße und Dankeschön für den Hasen. Ich hatte ihn ja dann leider nicht mehr gesehen, sonst hätte ich mich selber bedankt. Okay, ihr Mäuse, dann schiebe ich alles nur ein bisschen an die Seite. Und dann zeige ich euch jetzt noch ein paar Sachen. Ich hatte nämlich, als ich beim Action eingekauft hatte mit ihr, eine Tüte im Auto vergessen. Und da waren nur so ein paar Sachen drin. Und deswegen werde ich die auch vergessen haben. Und ich nehme mal meinen Karton hier an die Seite. Ja, und die Sachen möchte ich euch natürlich auch noch mal zeigen. Das sind nur ganz wenige, deswegen möchte ich dafür jetzt auch kein extra Video oder so machen. Also, das war einmal diese Sachen hier. Die waren halt noch vom Action. Da hatten wir die noch besorgt. Und dann diese hier, aber die habt ihr, glaube ich, in ihrem Haul auch schon gesehen. Die hatte sie nämlich auch gekauft. So, das war das. Dann hatte ich mir nochmal Zahnpasta geholt. Die ist nämlich wirklich gut. Die schmeckt auch super lecker und ich habe auch das Gefühl, dass wirklich die Zähne mit der Zeit ein bisschen weißer werden. Und ja, also ich mag die Zahnpasta sehr, sehr gerne, auch vom Geschmack her. Man hat langen, frischen Atem und ich bin wirklich begeistert von der. Deswegen hatte ich mir die jetzt zweimal mitgenommen und im ersten Action hatten sie die nicht. Aber im zweiten, da hatte sich der zweite dann wenigstens für eine Sache gelohnt, weil ansonsten hatte der ja so gar nichts. Und dann waren wir noch, achso, war das jetzt, ja, das war auch vom Action, genau. Hier sind so Baby-Sticker drauf und zwar einmal hier so Body, dann so ein Teddybär und so ein Kinderwagen. Und ich finde das super schön für Geburts-, also zur Geburt zum Beispiel eine Karte, dann so eine Schüttelkarte zu machen und dann ein paar von diesen Dingern rein.
Finde ich super toll, deswegen habe ich mir die einmal mitgenommen. Und wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, war das, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. War das bei Teddy oder war das bei, nee, Teddy steht ja immer drauf, dann war es wahrscheinlich Woolworths. Und da hatte ich mir hier diese Schmetterlinge mitgenommen, weil Schmetterlinge gehen ja immer und die sind halt als Anbamsel für meine Resin-Teile gedacht, obwohl ich in letzter Zeit echt gar keine Resin mehr gemacht habe. Ich habe mir große Packungen Resin wieder gekauft gehabt und habe seitdem irgendwie gar keine Resin mehr gemacht. Als es fast leer war, war ich total heiß drauf und wollte dauernd Resin machen und ja, wie das so ist, wenn man es dann hat, dann will man es gar nicht mehr machen, ne? Oder macht es dann nicht, weil man dann andere Sachen macht. So, ihr Süßen, das war auch das, was ich dann dort alles so gekauft habe. Heute war ich bei Lidl und da habe ich dieses Teil hier bekommen. Und das fand ich auch ganz cool. Da habe ich gedacht, ach komm, 10 Euro, das nimmst du dir mal mit. Also 9,99 Euro hat das gekostet. Und zwar sind hier so austauschbare Stanzdinger drin. Und die kann man dann hier oben einlegen. So, und dann kann man dann das hier so stanzen und man kann halt das hier dann schön reinschieben und hat dann, achso, ich habe es falsch rum reingetan, ich wundere mich gerade schon, warum geht es jetzt nicht? So, man kann das hier rein und dann hat man hier immer schön diese Abmessung, dass man auch wirklich einigermaßen gerade kommt und ja, also kann das schön als Bordürenstanze nehmen, das fand ich ganz cool. Und da dachte ich mir, ach komm, für 10 Euro nimmst du dir das einmal mit und wenn ich gerade richtig sehe, was ist das hier? Ach, da kann ich mir dann hier reinmachen. Wartet mal, so rum bestimmt. Genau, so rum und so rum. Aha, da sind immer diese Teile und dann sieht man immer, wo die Dinger dann weitergehen. Das ist auch cool. Das finde ich noch besser sogar, dass das hier auch noch drin ist. Ja, richtig cool. Für 10 Euro, glaube ich, kann man da nicht ganz so viel verkehrt machen. Ja gut, es ist jetzt nicht das Mega-Burner-Ding, ne? Hat jetzt auch nicht die Mega-Burner-Stanzteile, aber also das hier zum Beispiel oder das, eigentlich, also ehrlich gesagt mag ich sogar alle, glaube ich. Hier gibt es gar keins, wo ich sage, oh nee, das werde ich wahrscheinlich nie verwenden. Also ich glaube, die werde ich alle benutzen und ja, für 10 Euro dachte ich mir, komm, nimmst du mit, probierst du aus, werde ich demnächst auch ausprobieren und mal gucken, was ich da Schönes draus zauber. Ja, meine Lieben, das war's schon. Und ja, jetzt bleibt mir nichts mehr als zu sagen, habt noch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.